Und weiter geht's mit Worms WMD. Wir sind wahrscheinlich mit dem Folgen längst im neuen Jahr angekommen. Ja, genau, so ungefähr wird das sein. Wenn das jetzt echt passt, wäre schon geil. Dabei haben wir erst den 7. November 2021. Wow, ich hätte jetzt fast 2020 gesagt, das wäre ein richtiger Witz geworden. Na, ich glaube, wie lange wir brauchen, um... 3, das waren nochmal 6 und 9. Na, in 9 Wochen ist noch nicht Ostern. Aber ja, das neue Jahr. Fast Neujahr. Ich dachte, wir hätten schon mehr Folgen. Ne, wir sind schon im neuen Jahr, aber... Ja, kurz danach. Warum ist Benny so laut? Ich finde das gerade traurig, dass der Flammenwerfer... Ich bin laut? Ja, schon ein bisschen. Ihr habt ihn aber leiser gemacht im Discord. Das ist ein bisschen wie gegen den Wind pinkeln. Aber der Wind ist halt ein bisschen blöd. Ja, wobei in dem Fall, also gut, du hättest halt sonst oben getroffen, aber so war ja auch okay. Ich finde es schade, dass ich das Ding nicht rumdrehen kann, um euch zwei da hinter mir. So schade finde ich das gar nicht. Nee, ich auch nicht. Ich wäre gern links mit dem dran. Welcher ist denn? Ich kann nicht rauszoomen. Doch, jetzt. Ich sehe gar nicht, welcher dran ist. Ah, doch, jetzt. Nee, das ist... Ach, da hinten. Wow. Ja. Ja, wir haben ja so lange irgendwas gespielt. Habe ich euch irgendwas getan, oder? Bestimmt eine Woche her. Ja, Benny, wehr dich. Ja, das ist. Du wärst aber ganz recht, wenn du beim Wehren dran denken würdest, dass nicht ich geschossen habe, sondern der da unten. Soll ich mal was sagen? Mir egal. Aua. Warum sagst du denn Aua, du Vogel? Warum denn nicht? Ja. Nennt sich Mitgefühl. Ich werde ja wohl selbst entscheiden dürfen. Gerade Mayo ist dafür ja bekannt. Ja, Mayo ist... Ja. Ja. Mitgefühl wie eine tote Katze, ich weiß das. Ja. Das muss mir keiner erzählen. Oh, ob du da... Oh. Ich dachte, die Mine kommt runter. Ich hätte nur gelacht, wenn die Mine runtergekommen wäre. Ich habe damit gerechnet, dass die Mine runterkommt eigentlich. Ich auch. Womit ihr nicht alles rechnet. Gott. Der eine rechnet mit dem TI. Yo. Willst du mir jetzt erzählen, das hat exakt eine Minute gedauert, bis du den Bagger festgefahren hast? Den Panzer. den Bagger. Das ist doch nicht Bodo, mein Gott. Was ist Bodo mit dem Bagger in der Backheit noch? Das ist der Disco-Panzer. Ja. Vor allem, den hat er jetzt wirklich... Also... Den hat er wirklich festgefahren. Den kriegst du da nicht mehr raus. Na, Julian hat mir tatsächlich letztens YouTube-Videos geschickt. Das waren Musikstücke. Das eine hieß Bismarck. Ne? Also hier von Bismarck abgeleitet, ne? Dann gab es den Disco-Panzer, den Bassbomber und die Rave Marine. Ich war äußerst überrascht. Das Schlimme ist, wenn du eines der Lieder hörst, das setzt sich so im Kopf fest. Oh Gott, okay, die fliegt. Ja, okay. 2 Sekunden mehr. Die fliegt ein bisschen weiter, als ich gedacht habe. Silvester ist leider schon rum. Ja. Liegt wieder mit seinem Lieblingsspielzeug. Oh, yes. Ich parke hier mal. Ich finde ja immer noch, dass die Dinger jetzt, wo Nick mitspielt, abgeschafft gehören, ne? Das meine ich eigentlich einfach mit Leertaste, oder was? Mhm.
Hallo? Ah. Man links einfach über diesen Panzer hört. Mhm. Nee, da kommst du nicht hoch, glaube ich. Nö. Schade. Das schaffst du bestimmt in den nächsten 40 Sekunden. Ja. Das war für die große Klappe. Okay. Unerwartet. Mhm. Warum blinkt das da unten rot? Das ist ein... Geh mal hin und guck. Mach gut. Ist chinesisch, steht für Puff. Ach so. Genau an dasselbe habe ich auch gedacht. Apropos Puff. Wir haben letztens noch gewitzelt. Von wegen hier mit den Impfunwilligen und so. Vielleicht sollte man denen einfach so einen Gutschein im Puff anbieten. Im Puff impfen und dann halt umsonst, ne? Ja. Was habe ich gestern in der Zeitung gelesen? Sofort bei 105%. Was habe ich gestern in der Zeitung gelesen? Ich glaube, es ist in Österreich. Ich meine, es wäre Österreich gewesen. Dort wird im Bordell geimpft und wer sich im Bordell impfen lässt, bekommt freien Eintritt. Da hat jemand meine Idee geklaut. Ja. Und der Kurz kann es nicht gewesen sein. Irgendwer hört uns zu. Ja. Oh. Wow, okay, ja, das war... schon mal mit irgendwas, aber ich... Ja, genau, mit dem DS-Multiplayer oder so. Mhm. Mit der Mod-Unterstützung und sowas. Oder bei Katzen, die so gefährlich sind und am nächsten Tag war das in der Bild-Zeitung. Ja. Mhm. Irgendjemand von uns wird abgehört. Wir sollten vielleicht unsere bestehende WhatsApp-Gruppe auf Signal oder Telegram verlegen. Nein, oder es gibt einfach irgendjemanden, der verheimlicht, dass er die Information einfach mal weitergibt. Meinst du, wir haben einen Whistleblower? Ja. Ja, ich glaube auch. Einer, der gut Granaten schmeißen kann, sich ansonsten öfter mal im Hintergrund hält, aber sehr viel weiß. Gerhard? Nee, da schieße ich jetzt so rum lieber nicht. Was meinst du, wie sich meine ganze Technik hier finanziert? Ich wusste es. Aber dass du mit dem Axel Springer Verlag kooperierst, das finde ich aber jetzt schwach. Ich bin Axel Springer. Ups. Ups. Was heißt hier kooperieren? Okay, also jetzt. War ja klar. Und bumm. Ich bin immer noch dafür, dass es passiert, dass man, wenn man... ja, genau. Okay. Warum? Das hat wieder total Sinn gemacht. Dieses Spiel ist einfach random Faktor. Gerd, das war geplant. Ich wollte nur antäuschen. Gerd täuscht jetzt auch an. Pass auf. Oh. Der könnte auch noch treffen, weil der Wind ist gut. Nee, ist Oh. Nee, war zu lang. Schade. Hat aber gut ausgesehen. Mhm. Der nächste trifft. Davor habe ich Angst. Und mal erstmal ein bisschen Heilung. Und dann schieß doch mal auf den Heli. Achso. E. Oh, jetzt. Dong. Bock. Ey, lass den hier. Nö. Die Steuerung ist aber sehr ja. Gewöhnungsbedürftig, sag ich. Ah, da.
Hast du gut geparkt, so komme ich rüber. Bin ich nicht nett? Nee. Total, ja. Guck mal, du kannst hier unten zwei, wenn man schaut. Ja, okay. Gerd hat schon so wenig auf, Leben. Ich der Benni fliegt jetzt zur Kiste. Ja, das wär's. Würdest du lachen? Nope. Ah, nee. Leider geil. Let's Adventure. Ja, mit seinem Flammenwerfer wieder. Diesmal ist der Wind auch besser. Nee. Oh. Das war einfach. Okay. Womit hast du gerechnet? Oh Mann. Wenn ich mich neben was Explosives stelle und einen Flammenwerfer drauf halte, passiert mir doch nichts, oder? Nö. Was stand denn da? Stand da ein Fass? Da stand ein Fass. Und du hast mitten drauf gezielt. Ja, und du hast auf den Heli mitten drauf gezielt. Aber der Heli, das wäre egal gewesen. Oh! Schade. Fucking. Ja, aber er ist da oben weg. Ich hab doch gesagt, der nächste trifft. Ja! Oh, aber. Habe gemacht, aua. Ja. Soll ich auch noch mal eine werfen? Ah ja. Interessant. Gerd ist heute sehr sprunghaft. Mhm. Ja. Ich wollte die zwei Würmer noch ein bisschen auseinanderstellen. Warum stehen noch ein Flammenwerfer? Nicht was schlecht. Denn? Oh, jetzt lass mich doch in Ruhe da oben. Danke. Nö. Frech. Hast du vor? Oh. Nein. Schade. Ja, die rutschen leider. Schade. Mitch Buggies. Hat aber ein schönes Bild vorab gegeben. Schade. Hm. Sollte was früher runterkommen. Immerhin die Kiste zerstört. Mhm. Mario bedankt sich. Ja, ja. Muss er sich kein Jetpack holen. Guck mal, der Nick hat's gut. Ja, super. Mit dem Wurm, der irgendwie in 4 Runden erst wieder dran ist. Guck mal, ob es funktioniert. Nein.
Na, okay, fast. War knapp. Stimmt, ja. Ach, überall kommt Zeug, oder? Nur bei dir nicht, ne? Ja. Muss ja auch nicht, Mayo fliegt ja hin. Jetzt steht der Flammenwerfer im Weg. Ah, ne. Ah, das ist okay. Nehmen wir möchtest mit. Möchtest du uns sagen, was du bekommen hast? Nö. Das finde ich aber jetzt nicht nett. Ich wollte gerade sagen, der kann ruhig da oben bleiben, bitte. Das ist aber jetzt nicht nett. Ja, stell dich rechts an die Kante, das ist gut. Ah. Ja. Man brennt sich durch Holz. Ja. Ja. Ja, das ist mir lieber, als da stehen zu bleiben, weil dann bin ich nämlich weg. Nee, das ging jetzt auch also einfach nur... drauf? Mir ging es jetzt einfach nur um dieses durchs Holz brennen. Bisschen weiter rechts wäre gut gewesen. Was ist das denn? Minen. Ja. Ja, nice. Okay. Danke. Hätte man wissen müssen, glaube ich, dass sie so... Ja, als ich den das letzte Mal ausprobiert habe, ging das leider auch so. Ich habe nur weniger getroffen als du letztes Mal. Der da oben hat dich doch eh nur noch gestört, oder, Mayo? Total. Wusste ich's doch. Ja, war schön. Da probiere ich das einfach nochmal aus kürzerer Entfernung, wa? Oh, wow. Ja, nee, habe ich klar. Irgendwie schon mal gesehen. Schaden gemacht, immerhin? Ja. Ja. Naja. Ach, boah, hey, warte mal. Also ich weiß nicht, was es ist und wie es funktioniert. Moin. Geil. Die kann man lenken. Aua. Okay. Das waren 145. Nicht schlecht. Ziege am Stiel. Nee, Ziege am Seil. Schokoladenkekse. Oh. Hallo, das finde ich jetzt also. Oh. Nicht nett. Könnte jetzt hinüber sein. Ja, sollte er. Ja.
Jetzt geht die Bauerei wieder los, ja. Ich habe noch nichts gebaut. Geh mal da drüben hin. Hab aber auch außer Granaten und Bazookas noch nichts benutzt. Und nur Holy. Stimmt. Anza, ich begrüße Sie. Mhm. Was mache ich denn jetzt? Den Panzer in Ruhe lassen, dann lässt der Panzer dich auch in Ruhe. Das glaube ich dir zwar nicht, aber ich hatte was anderes vor. Nicht das. Hm. Mhm. Nicht schlecht. Ich mag Panzer fahren. Ich kann nix Affinität für die Artillerie langsam, aber sicher nachempfinden. Oh. Das macht man nicht. Das war vor allem echt viel Schaden. Ja, vor allem hat er meinen Panzer komplett zerlegt. Nick hat mir irgendwie noch ein bisschen zu viel AP. Also wie finde ich denn das? Ich glaube, wir müssen gegen Nick mal was unternehmen. Glaube ich nicht. Doch. Kümmere dich lieber darum zu überleben. Ja, mache ich auch. Ich bin kampfunfähig. Gerd hat meinen Panzer zerlegt. Ich fand, der musste weg. Okay, zu weit. Räumst du da frei, dass du nach rechts durchwerfen kannst? Ja. Nachvollziehbar. Ich da irgendwie rein? Tatsache. Ja, klar. Ist doch ein großer Junge. Gerhard, ich komm zu dir. Nö. Nicht mal. Tatsächlich nicht. Nicht mal ansatzweise. Hast keinen Baseballschläger mehr. Na, könnte reichen. Wobei, wer weiß, vielleicht fliege ich ja auch gar nicht. Ja, reicht. Okay. Ist ja immer random in dem Spiel, ob man jetzt fliegt oder da einfach bleibt. Der Benny hatte irgendwas gesagt von um Nick kümmern. Ja. Seit wann hörst du auf andere? Ich höre nicht auf ihn, aber... Er hat meine Meinung beeinflusst. Ich höre nicht auf ihn, aber ich mache, was er sagt. Nein. Meine Mütze ist feuerfest. Scheinbar, ja. Und
Und die hält nicht nur Kälte ab. Ja. So, der ist dran. Ich wüsste gerne, was der Hund da gerade mit meiner Bettdecke veranstaltet. Njaka, njaka. Ach, oh, war falsche Taste. Ach, der hat sich da so eine Kuhle gemacht, wie eine Katze, weißt du? Ah ja. Ja, vielleicht ist es ja eigentlich eine Katze. Du müsstest eigentlich wissen, dass es keine ist. Ja, das stimmt wohl. Aber seitdem du weg bist, ist der Hund irgendwie anders. Ich habe das Gefühl, der hat ein Trauma dafür, dass ja. Er den nicht durchs Gesicht lecken konnte. Tja. Jetzt, der ist doch, der war doch schon da dran, ey. Nee. So, ich muss mal hier, ich fühle mich da nicht sicher neben zwei Kisten. Deswegen einsammeln besser ist. Genau. Nee, sprengen ist besser. Jetzt springen. Aua. Oh. Was kann ich denn bauen? Wo war das denn nochmal? Erstmal wieder die Sachen finden hier. Ach da. Ah, da brauchen wir aber das für. Schade. Dann halt nicht. Ich gerade gar nicht mit, was passiert, weil ich im Item-Menü am Rumklicken bin. Ja, aber das ist, auch ist jedenfalls nicht nett. Passiert auch nicht so viel. Wir müssen jetzt übrigens mal Benny dezimieren, der hat viel zu viel HP. Möchtest du etwa gerade meine Meinung beeinflussen? Hat doch eben auch schon geklappt. Ich frage aus Höflichkeit. Seit wann das? Der Benny ist immer so nett zu meinen Würmern. Der Benny ist so nett zu deinen Würmern. Er legt dir Minen hin. Alles klar. Ich kann irgendwie nichts Spektakuläres bauen. Nur so Standardkram. Dann baue ich einfach gar nichts. Genau. Müssen da jetzt zwei solche Dinger da dazwischen sein? Ja. Ach, das schaffst du doch locker. Mit extra umgestellt dort hin. Da sollte die nicht hin. Krieg schon, ich verstehe schon. Die Schergen. Genau. Wir brauchen nachher dringend mal wieder die hier. Ja! Noch mal. Die Mann, wie hieß denn dieses geile Geschütz da? Du meinst die, Mir fällt gerade die Musikrichtung nicht dazu ein. Dubstep.
Dubstep-Kanone. Ja, danke. Ey, was soll denn das? Bist du doof? Aua. Oh. Das tat auch weh. Hoffentlich gehst du mit. Boah. I think no. Gerd, wir sind in der Unterzahl. Wir müssen zusammenhalten und so. Dieses klang total ehrlich. Also ich finde ja, wir müssen uns um Nick kümmern. Benny. Finde ich ja nicht. Stehst da oben so auf dem Silbertablett. Weil ich bin durchaus in der Lage, mich selbst zu zerstören. Das hast du oft genug bewiesen. Das ist leider echt wahr. Da hinten steht keiner. Ich hab gehofft, Ei fliegt zu Gerd. Ich hätte gelacht, wenn es so gewesen wäre. Kommen jetzt mehr Kisten als in den anderen Runden vorher? Ich habe eigentlich nichts umgestellt. Das ist vorher wahrscheinlich nur nicht so aufgefallen, weil du die direkt eingesammelt hast. Das könnte natürlich... Jetzt, wo du es sagst. Vielleicht bringt's ja was. Nein. Der hat mit 4 überlebt. Ja. Ich hätte gedacht, wenn der jetzt genau runtergefallen wäre. Boah. Du hast auch eine interessante Definition von Zusammenhalten. Der kann mir doch nicht einfach eine Holy da runterschmeißen. Die ist immerhin runtergefallen. Aus der Hand gerutscht einfach. Der Benny. Jetzt hat er es endlich geschafft. Lass den. Schieß auf den 30er. Go, Benny, go. Zu hoch. Oh. Au. Autsch. Jo, ist klar. Ich fand das jetzt nicht schlecht. Jetzt kriegt der wieder die Kisten, jetzt leckt mich doch am Arsch. Ja, bringt mir doch nichts, ich bin gleich kaputt. Ach, Quatsch, keine Opern. Ja, das war eigentlich das, womit ich gerechnet habe, dass Mayo erst die Kisten holt. Okay, scheiße. Mach dann jetzt. Im Ernst? Das ist nicht dein Ernst. Wie lang ist denn so eine scheiß Sekunde? Lang. Kann man sich da oben in diesem Haus verstecken oder was? Jetzt wirft die nach links zu dem 101er. Ja, du hättest gern ein bisschen... Ja, wobei... Nee. Wow. Ich würde den ja treffen, aber ich bin ja schon raus.
Du hast wahrscheinlich einen netten Spaß noch gehabt, wa? Mhm. Wow. Guck mal, Nick, das ist praktisch. Was? Dass da unten bei Benny eine Kiste liegt. Okay. Wollen noch rumweinen, weißt du, oh, bringt mir nicht, ich bin ja so gut wie tot. Ja, der Einzige, der rumgeweint hat, warst du, weil du gemotzt hast, dass ich so viel HP hab. Ich hätte jetzt gelacht, wenn er tatsächlich trotzdem ins Wasser da geplumpst wäre. Und er kriegt, wie, Alter. Nick ist diese Runde Kistenkönig. Ja, aber die kriege ich nicht da unten. Falsche Taste gedrückt. Achso. Du machst es jetzt aber auch echt nicht einfacher. Nur der säuft jetzt ab. Ja, eben. Beide. Ja, genau. Scheiße, jetzt wo ich sehe. Benny, stell dich doch mal solidarisch zu mir. Gewinnt der alte Hetzer auch gleich noch. Wir müssen was gegen Nick machen, der hat so viel HP. Der alte Hetzer. Ach, hätte er doch eine Lenkrakete. Oh. Bravo, also das macht nichts. Warum war so, sollte er denn keine haben? Tja. Ja, die war zu tief. Wäre nur schön, wenn er mit der Lenkrakete auch umgehen könnte. Ja. Wenn du ihn so treffen willst, musst du weit nach oben schießen, damit die dann den Bogen macht. Aber da sie jetzt schon den Bogen gemacht hat, hat die ihr Ziel von der anderen Seite angeflogen. So. Nick könnte aber Glück haben, dass zwei Würfe jetzt gleich das Zeitliche segnen. Musste ich eigentlich nur um den ja, genau, weiß ich, aber ist gar nicht so einfach. Aber an sich hatte er recht mit seiner Aussage, der alte Hetzer gewinnt. Das ist gar nicht wahr, du hast angefangen. Ey. Ja, ich kam da nicht mehr hoch. Hatte gehofft, es reicht vielleicht von der Entfernung her. Jetzt gewinnt er mit einem 7 HP-Wurm. Nein, tut er nicht. Bin nee, jetzt tut er mal nicht. Dran. Ja, aber er muss treffen. Ja, aber ein bisschen muss er treffen. Nur. Guck mal, du kriegst ein Mech-Geschenk. Es reicht ja, wenn er in der Nähe irgendwo einschlägt. Im Moment, welcher ist dran? Der ist ein 50er, ne? Rechts, mhm. Der. Ah, nee, der. Okay. Benny, wenn du jetzt verkackst. Nee, nee. Doch, wow. Das hätte mich jetzt stark gewundert, wenn die keinen Schaden gemacht hätte. Tja. Schön gemacht. Ich bin der Oberwurm und Nick ist gierig. Das stimmt ja wohl.
Benny hat gewonnen und trotzdem ist er ein Feigling. Hm. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschüss. Tschüss.